Damit ihr mal seht, das ist der Eingang. Also ich, mein aktuelles Fazit ist, ja, ist okay. Also der Samstag war für mich versöhnlicher als der Freitag. Vielen Dank. Damit ihr das mal seht, hier ist der Eingang zur Halle 3. Halle 2 ist der Eingang zum Food Court. Und darüber kommt ihr dann da hinten in Halle 2. Argentinische Elvis. Ich suche ja immer noch die amerikanische, aber das wird schwierig. Also es ist wirklich sehr, sehr voll. I saw Michelle this morning in the hotel. He looked way better than yesterday evening. Yeah. Oh my God, I was really concerned. He looked in the hotel. It's exhausting. Polyphonic pressing from Yugoslavia, Dark Side of the Moon 50. And Peter Apple 100. Wisst ihr Bescheid? Okay. Geil, türkischer Soundtrack. Also draußen ist ein Plakat, da steht, das ist Vinyl Valhalla. Ja, kann ich nicht widersprechen. Müssen wir mal gucken. Also sie sind sehr, sehr human. Also zumindest hier. Ah, Wayne Newton, guck mal. You stepped in my life. Auf so einem Stand. Oh, sehr nice. Ich will mein Getränk mal gerade aus der Hand nehmen, weil das sind ja. Wow, okay. Muss ich sie ein bisschen redigieren bei manchen Sachen? Die Venue, die sind ja. Die fand ich jetzt echt nett. Spank Remix, ja cool. Naja,
dann hat man die da stehen und dann hört man die nicht. Da bin ich ja schon. Ich leg die mal zur Seite. Ich muss drüber nachdenken. Das Album habe ich schon, das mag ich gern, aber. Touch Me in the Morning, Diana Ross. Riesen Hit. Das sind durchweg faire Preise. Warte, ich muss mal.
Na toll, jetzt habt ihr gar nicht Danke, Fear of the Frog. Es ist aber auch ein Kreuz mit der Technik, das kann ich euch sagen. Also, Elvis Bootleg, 300 Euro. War mir eben, da war ich ein wenig geschockt. Ich war ja in Düsseldorf auf dem Flohmarkt, da gab es ja zwischen 5 bis 10 Euro, weil die keiner haben will mehr heute. Und ja, ich bin mir sicher, einige kosten auch noch Geld, aber 300 Euro war eine, fand ich ein bisschen too much. Aber gut, ne, wo ein Markt. Latunux, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ich bin auf dem Mega Record Fair in Den Bosch. Das ist der größte Record Fair der Welt. Ja. Und da kannst du schon, what you believe, 10.000 Euro. Ja, 10.000 Euro, Ravazol, Swiss Export, 1.800. 1.000 für die Record Church. Dann haben wir noch Analogie 2.4, Vita Nova 2.5, 2066, 1.800. Ja. Hier hat man schon die ersten Erschöpfungszustände, was ich völlig verstehen kann. Ich hatte so gehofft, dass ich hier die Katja Epstein finde. Die hat, glaube ich, 1972 in Spanien aufgenommen. Mit unter anderem gibt es immer wieder in Spanisch. Da hätte ich mich echt gefreut, die hier zu finden. Wie teuer. Oder fragst du, was ich so gesehen habe? Aber nach oben hin gibt es da keine Grenzen. Je nachdem, wie selten irgendwas ist, ist das ist dem keine Grenze gesetzt. Also wie gesagt, gerade eine Platte für 10.000 an der Wand gesehen. Das ist, David Bowie kostet, der Kollege sich jetzt immer vorgestellt, 1.499, die Led Zeppelin 1969, 2.699. You forgot his fault. We have to wait for him. Ja, das ist auch noch mal. Vertigo 1970, VG Plus, Diamond 499. Lucida, VG Plus, ihr Mint, 449. Pink Floyd, VG Plus, ihr Mint, 599. Und die Nirvana, 350. Dann haben wir noch eine UK Dark Side of the Moon, VG Plus, ihr Mint, 699. So, gehen wir mal in die. Gehen wir mal in die nächste Halle, würde ich sagen. Also hier ist nur der Food Court und hier ist irgendeine Veranstaltung. Irgendjemand ist leider nicht dazu gekommen, mal nachzusehen, wer das ist. Das gehört sich eigentlich so. Aber ja, Simon, ich habe heute schon was gekauft. Habe ich schon. Ich wollte es ins Auto bringen, dann habe ich aber mit Günther gesprochen. Dann Günther meinte, nee, die macht das besser nicht. Es wird heute sehr warm. Das ist ein sehr gutes Argument.
war Günther so frei, dass ich bei ihm die Sachen abstellen konnte. Aber es hält sich alles maximal in Grenzen bei mir. Ich habe es beim ersten Stream ja heute Morgen schon gesagt, ich habe gestern mit ein paar Händlern gesprochen. Der Preis passt nicht zum Zustand. Ja, wenn du, sag mal, 50 Euro oder 100 Euro für eine Platte ausgibst, dann steht VG Plus dran, dann ja, sollte das auch VG Plus sein. Und was ich ganz oft gehört habe, ja, also ganz oft, ja, für den, für das Alter. So, das ist, warte immer. Eine Halle. Ja, was man hier echt nicht vergessen darf, ist zu trinken. Also ich habe mein Fläschchen dabei. Es ist Pepsi Zero Cherry. Ja. Ich habe es aber in eine neutrale Flasche gefüllt. Ich möchte ja nicht, dass da jemand ein Thema hat. So, was haben wir denn hier? Elvis Corner, dann lass mal gucken. Was haben wir denn hier? Spain Raw Sticker. Ja. Also ihr merkt, es ist voll, ne? So, schau mal, hier sind wir bei Schoolbar Records. Punk, Hard Rock, Psychedelic. Diverse Neues. Okay. So, Iron Maiden. Fear of the Dark, 160. Metallica. Ripe the Lightning, ich glaube 200. Ja. Die Ashra Tempel 250. Ja, und CDs, ne? Hier, 2,50 Euro das Stück. Hallo, liebe Heike. John Fleming. Nochmal CDs. So, und dass ihr mal so ein bisschen über die Dimension habt. Wir sind da eben reingekommen. Und ich rede jetzt mal ganz schnell. Das ist, vielleicht kann man es an der Decke ein bisschen sehen, die ganze Halle. Ich muss hier leider sehr schnell filmen, immer, weil einfach wahnsinnig viel los ist. Da möchte ich den Leuten auch nicht im Weg stehen, die haben ja auch häufig ihre Trolleys und ihre Taschen und ihre Dinos. Archiv Dortmund. So, Halloween Starlight 200, Who's Next 160 oder Led Zeppelin 120 als Sonderpreis. Als Sonderpreis. Fallout Boy 300. Also ich lese euch das jetzt hier an der Stelle völlig wertefrei vor. Es ist nicht mein Metier, ihr wisst, deswegen kann ich nicht bewerten, ist das jetzt mega oder ist es nicht gut. So, da haben wir eine Platte hier, 1200, 400, 450, The Signed Kiss Alive 2, 600. Ja.
Schilder so klein. Die Sex Pistols. Ich kann es nicht lesen. Es ist zu klein. Es ist einfach zu klein. South Africa. Aber wie ihr seht, hier ist einfach wahnsinnig viel los. Da ich nur eine Hand quasi suchen kann. Geht den Leuten das dann zu langsam durch. Ich will mal hier Ella für zu Gym. 44 Euro. 44 Euro. 60. Rechne den Euro. Ich schicke gar keinen Preis dran. Ja. 45 Euro. Vielleicht weiß das einer von euch. Ist da irgendwas Besonderes dran? Ich weiß es nicht. And this is Liam. And his friend. And they are looking for King Crimson. Liam, I give you my microphone and you may tell the people how your impression. You can hold it in your hand. Tell me when you're gonna. Sorry? Tell me when you're gonna start. You're live already. Oh, am I? But you need to hold it. Yeah, so my impression of the fair, yeah, it's massive. It's a lot busier on a Saturday, definitely, from the Sunday, from the Friday. But it's eased off a little bit now as we're heading towards 12 o'clock. But there's plenty of choice. It's just like a kid. I'm like a kid in a candy store. It's just unbelievable. So I'm enjoying it. We're just trying to hunt down a few King Crimson, prog rock records and take it as it comes. Did you buy much? I've only bought one today. So I bought about seven yesterday. So, and I've got what I wanted. I've come for. So yeah, it is, yeah. So now I feel like I'm relaxed. I'm just pick and choose a few special ones. So let's see what happens. Thank you, Liam. Yeah, no problem. We'll see you at least tonight. Yeah. In the hotel or wherever. Yeah. We're staying. I'd say we're very central. Yeah. It's called the Stamp. It's a quirky hotel. Yeah, you told me yesterday that you bumped your head and almost were conscious. Yeah, it's crazy. But it's definitely where you're situated. You've got the town, you've got restaurants. Yeah. So maybe we meet up at your place. Yeah, and there's a bar in the hotel. That's always the most important thing for me when I'm on these fairs. Yeah. I need a bar. Yeah. Okay, Liam, see you. I'll be over in the store. I'm just making my way. Yeah, me too. Zigzagging. Me too. One record. One, and that's it. Yeah. Have you got what you wanted for this fair? So far, yeah. I was looking for Pablo records. Oh, yeah. They're sold out. Are they? Yeah. They were sold out yesterday morning. Isn't Chad bringing a load of them out? Yeah, that's so, why I think they are highly sought after now. So I think people are grabbing them. So I walk, I go on walking. I see you later, Liam. Thank you. So, jetzt muss. Also, das mit dem Mikro war vielleicht jetzt nicht die beste Idee. Das ist immer so ein Riesen-Hassel. Jetzt klicken wir es wieder an. Jetzt gab es wieder auf. Ich stelle das hier mal kurz ab. Hier sind wir bei Minty Weine. Hello. Bei Minty Vinyl ist viel los, muss ich auch sagen, aber auch zu Recht. Ein paar schöne Sachen. So, und jetzt muss ich das hier mehr, das Mikro wieder anklippen. Also es ist ein Hässler mit dem Ding. Und ich brauche mehr Hände. Ich brauche sowas von mehr Händen. There's a
Hi. Hi. Ich bin ganz erschrocken. Ich bin im Livestream. Hier, nimm mal bitte das Mikro, erzähl mal ein bisschen, wie sind so deine Eindrücke? Von die Eindrücke der Gesamt, des, der drei Tage. Ich bin zum ersten Mal hier, wie gesagt. Gestern war es ein bisschen ruhiger, habe trotzdem schon viel kaufen können, gute Sachen gefunden. Ich muss ehrlich sein, sein Koffer war schon voll gestern. Ja, so ähnlich. Und heute auch wieder ganz ohne Stress hergekommen, mal ein bisschen geguckt und auch wieder viel gefunden. Heute ist schon mehr los hier als die letzten Tage, also als gestern, aber immer noch ganz, ganz okay, kein Stress. Ja, bin gespannt auf morgen, der soll es ruhiger sein. Mal schauen. Ja, ich danke dir sehr. Gerne. Was hast du denn da gefunden? Insgesamt hier sogar. Nee, da in der Hand. Ist eine Pink Floyd Wish You hier. Ja. Deutsche Erstpressung, Nier Mint. Fehlen die Postkarten, die dabei liegen, aber ansonsten scheint die, wie immer hier bei Minty Vinyl, perfekt zu sein. Insofern 400 Euro zwar natürlich, aber ein Traum, ja. Ja, ich danke dir sehr. Gerne. Thanks for the man. I'm trying my best. I'm trying my best. Once again, I need to have a setup with more microphones and more hands and more and things. I have more a drinking bottle with me. Oh, oh, oh. Du warst doch auf einer Suche nach einer Thriller, oder? Guck mal. Ist immer gut, wenn man sich austauscht, sag ich mal. Ja, gerne. Schau dich um. Hab viel Spaß. Ja, ist immer wichtig. Immer wichtig, dass man sich austauscht. Ja, Musikrama, es gibt einiges an Klassik, da sind wir, glaube ich, also das heißt einiges, das ist jetzt übertrieben. Es gibt ein paar Stände, die haben Klassik und da eine große Auswahl, aber das ist tatsächlich nicht so der überwiegende Teil. Brasil. Kiss, 35 Euro, Hall of Fame. Rarest LP von Brasil, First Press. Brasil, Cover Only, 250. For the thank you so much. Thank you. If you have questions, if you want to know something, if you want to have me, want to have me to have a closer look at things, just let me know. I'm losing my ability to speak in these couple of days. Horrible. Ja, ich habe es gerade 4D-Mann schon gesagt. Die Möglichkeit zu kommunizieren, zu sprechen, entfällt mir aufgrund der schieren Masse an Dingen. Also was halt hier ganz oft vertreten ist, ist Metal, ist Punk, Heavy Metal. Also Klassik tatsächlich eher weniger. Ich habe auch nach einer James Last gesucht. Ja, habe ich nicht gefunden. Ich hätte gerne James Last gehabt. Ja. Und diese Gänge, die gibt es ja hier massenhaft, ne? Ich hatte auch nach einer Lenois gesucht von Neil Young, aber Peter teilte mir mit, ich hoffe, die Info ist noch aktuell, dass er die noch hat, dass er die jetzt gefunden hat. Wir dem sprechen, ist einfach, oh, Van Halen, schwierig. Es sind sehr, sehr viele Eindrücke. Van Halen, 2 EP-Set, 80 Euro. Musikrama, ich muss gucken, wo das war tatsächlich. Ich glaube, das war in der anderen Halle. Aber ich behaupte mal, dass das bei Klassik nicht so gestiegen ist. Du hast natürlich rarere Deckerpressungen. Da hatte ich jetzt einen gesehen, der hatte sich ein paar geholt. Die waren 40 Euro und die andere war 45 Euro. Aber ich sag mal so, deutsche Grammophon oder solche Sachen, die wirst du hier gut in der Zehnerkiste finden. Guck mal, wir haben hier Classical Music. Schauen wir doch mal rein. In der Zehnerkiste.
Also du kannst es ein bisschen sehen. Aber es ist ja nicht Classical Music. Ach, weißt du, wie die hier Classical Music bezeichnen? Ich glaube so Pop-Rock. Ja, kein Klassik. Also was das angeht, habe ich auch nicht so viel gesehen. Jazz natürlich, klar. Jazz. Oh, 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 oh. Excuse me? Yes. How much is the Miles Davis? Wir warten. 95. Thank you very much. 95. Ich kaufe nichts mehr. Ich kaufe vielleicht nur eine Platte. Weiß ich noch nicht. Aber ansonsten. Also, Kabelkabel. Thank you. Chaim, do I spell that correct? I love to do this. I love to share this with you, especially with people who can't make it up here. And the thing is, when I'm talking and I see stuff and listen to talk, and I really love doing this and sharing this with you guys. So it's very difficult to describe it if you haven't been here to see the craziness. And also the pricing situation is intense. It's really intense. And what's most shocking is that you pay a very high price and the condition of the record is not in comparison with the price, not at all. So, Pavel Kabel, wie ist die Parksituation vor Ort? Vor Ort ist die Parksituation so, dass draußen ein riesiger Parkplatz ist. Der kostet am Tag, ich meine, 10 Euro. Ich habe das so gemacht, ich habe mein Auto für 3 Tage hier abgestellt. Dann bezahlst du ein 3-Tages-Ticket, das kostet 36 Euro. Wenn du im Hotel parken willst, kostet das in 24 Stunden 20 Euro. Das heißt, es war für mich die günstigere Option. Nun muss ich dann halt jedes Mal zum Hotel dieseln. Ne? Das sind dann auch nochmal 20 Minuten Gehweg. Ja. So, das ist so Anfahrt. Ja, war jetzt für mich 2 Stunden, war easy. Freitagmorgen Berufsverkehr, ansonsten war das fein. Ticketkauf machst du am besten online. Lange Schlangen, ja, wenn du Samstag hier rein willst. Die Schlange ist an manchen Tagen ums ganze Gebäude, deswegen empfiehlt es sich dann, früh da zu sein. Antwortet das deine Fragen? Ich würde sagen, wir gehen mal zu Micha. Guck mal, was da so abgeht. Was kostet das Spaghetti Incident? Excuse me, how much is the Spaghetti Incident? 120. Ich danke dir. Mein Englisch ist noch nicht so gut, dass man den Akzent nicht hört, ne? Besser auf die meisten. Ich danke dir. Es rettet mir so ein bisschen den Tag. Also 120 Euro für den Spaghetti Incident. Ich würde es euch gerne langsamer zeigen, aber es ist aufgrund der Masse an Menschen nicht möglich. Gibt es noch so ein paar Rockkisten? Eine Soulkiste. Oh Gott, ich werde zu alt dafür. Ich habe schon. Habe mich heute Morgen gefühlt, es hat mich ein Auto angefahren. Carol Douglas, schön. Magisch. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, es ist die Gelegenheit, das jetzt loszuwerden. Zwei Mark, 2 Deutsche Mark. Ja, den habe ich leider nicht mehr. Den Mark habe ich schon mal. So, rolle das wieder ein. Wenn ich solche Kisten durchsuche, habe ich immer so gefunden, Nadine, du hast so viel noch zu Hause. Das hast du auch nicht so oft gehört. Das hält mich dann immer davon ab.
mehr Platz. Die ist unten in der Euro-Kiste. Das ist natürlich super hier. Da kannst du gut gucken. So, müssen wir Platz machen. Ich denke, das ist frei. Das muss ich. Kein Preis dran, ich weiß gar nicht. Ja, die war früher auch. Also, die war früher billiger. Ja, ich muss immer ein bisschen gucken, was um mich herum passiert, weil ich ja dann ein bisschen Platz einräume und nicht so schnell bin. Das finde ich zu teuer, den habe ich hier schon günstiger gesehen, muss ich sagen. Ich liebe die Brille, die finde ich da klar. So, Mint Minus, was ist denn da jetzt Mint Minus? Das Cover definitiv nicht. Natürlich hier wieder den Spaß, da reinzukommen. Ja, ist hinter mir schon wieder was los. So. Geht den Leuten nicht schnell genug. Da haben ja alle keine Zeit. Könnte ja der Grail der Grail sein. I hope so too. Die liegen preislich zwischen 25 und 120 Euro, je nachdem, was du für eine Pressung willst. Das war so. The place is over. Ja. Yeah, for the man. I could do that. I could do a walk around for each genre and I wouldn't be done in 2 weeks. Actually, I think it's a little more than last November. It's more than last November. So here's Michael. Say hi, Michael. I'll show you some records from the war. Mein Highlight ist ja Alice Clark, ne? Die ist so schön. Und natürlich die Gloria Ann Taylor, die ist auch sehr schön. Wir haben hier Oasis. Ich gehe mal langsam vorbei. Hallo. Das ist so eine schöne Wand. Also ich muss jetzt mal euch sagen, die zuschauen, das ist für mich einer der schönsten Wände. Die ist natürlich auch sensationell, ist hier schon ganz oft nachgefragt worden. Ne? Ich habe hier ein paar Led Zeppelin Bootlegs gesehen. Da ist der Hartmut. Wir waren eben, also schön, ne? Schön mit Sitzgelegenheit, das ist total wichtig gerade. Hier ist Led Zeppelin. Habe ich eben hier, wenn einer eine Led Zeppelin Bootleg sucht. 60 Euro VG, ne? Wenn wir uns richtig verstehen, 60 Euro VG für eine Led Zeppelin Bootleg. Das finde ich immer schön, die aus den 70ern kann man immer gut erkennen, weil die haben mal am meisten mit dem Kopierer das vorne drauf geklebt. Und da haben die so ein bisschen Artwork gemacht und mit dem Kopierer drauf geklebt. Wollt ihr ein bisschen Beatles gucken? 15 Euro, 25. Ja. 30. So, wo waren wir? Wir waren noch nicht hier unten, oder? Waren wir schon hier unten? Wir waren noch nicht hier unten. Wir gehen mal nach hier unten. So, ich werde jetzt noch für 3 Minuten online sein. Also, was muss ich euch erzählen? Was finde ich denn Hammer? Das finde ich so geil bei einer Schallplattenbörse. Ich finde das ist mal also großartig. Wenn das nicht ein bisschen komisch wäre, hätte ich es auch gefilmt. Wisst ihr was? Keine Schlange,
auf der Damentoilette, dafür bei den Herren. Ich habe schon einige Herren gesehen, die waren so verzweifelt, die sind dann auf die Damentoilette gegangen. Ja, das finde ich ja immer so mein Highlight. Oder hat sich gerade einer über den Preis aufgeregt? So, das finde ich ja immer so, wenn man hier noch Zubehör braucht, Hüllen. Wir werden im nächsten Stream, gehen wir mal zum Okinoki-Stand und dann gucken wir da mal. Also sollte einer von euch vielleicht noch die James Last haben, Voodoo Party, sagt mir Bescheid. Oh, vielleicht den Finchut. Wenn ich jetzt Single-Mensch wäre, ne? Ich würde mir so ein Köfferchen holen. Die sind natürlich, die sind geil. Ich weiß nicht, was hier das für Kassetten oder Tonbänder. Das finde ich schon wieder gut. Und hier ist die Wand. Hier sind wir dann am Ende von dem, wo wir eben reingekommen sind. Wir haben nicht mal ansatzweise was, ne? Hier auch wieder 2,50 Euro, 2 Euro dran. Bitte gehen Sie ruhig vorbei, junger Mann. Keine falsche Scheu. Der Zeppelin. BG Plus 200 Euro. Black Sabbath 400. Pink Floyd 400. Mayblitz 320. Die habe ich aber schon im besten Zustand hier gesehen. Die habe ich jetzt mehrfach gesehen. Ja. Also ihr das Herrendekolleté blende ich gerade mal aus. Hier sind wir bei Throwback Vinyl. So, und das war jetzt die Hälfte, da sind wir jetzt mal gerade durchgewuselt. Hier wäre jetzt die andere Hälfte der Halle. Das ist ja nur eine. Ja? Was ich sehr schade finde, die haben ja eben das Tor zugemacht, dass man ein bisschen frische Luft schnappt. Weil hier kommen ja schon so die diversesten Impressionen an Körpergerüchen zusammen. Ne? Ja. Hier auch Metal, 50% runter. Wobei, das habe ich ja auch gestern gelernt, da muss man das auch ein bisschen mit Vorsicht genießen, weil. Wenn ich vorher 50% drauf mache, kann ich natürlich nachher 50% runtergehen. Ne? The Supremes, Greatest Hits, Eastern German Promo, 250 Euro. Barbara Streisand, Guilty, East Germany Promo, ohne, 100 Euro. Spandau Ballett, 200 Euro. Ja, wenn du so ostdeutsche Promo, Ultravox, Collection, East German, White Label, Test Pressing, 200. Pink Floyd, Delicated Sound, 500. Herbert Grönemeyer, der geht für 50. Und Elton John für 100. Musikrama, das ist ein Traum. Es ist ein Traum. Ich freue mich, Keks. Hier ist so eine kleine Bar oder was man essen und trinken kann. Wie gesagt, ich empfehle ja immer, nehmt was mit. Es ist auch total toll, dass sie das hier erlauben, dass man das machen darf. Weil, ja, wenn man so diese holländischen, ich frittiere alles, ne? Ich frittiere Butter, ich frittiere Salz, ich frittiere einfach alles, schmeckt es gut. Das ist, wenn du dich viel bewegst, freust du dich dann mal auch auf was anderes. So, Leute. Tracy Chapman, was kostet die? Ich weiß nicht, ob es 150 oder 50 ist. Man kann das da vor der 5 nicht gut erkennen. Ich hoffe aber mal, es sind 50. Parade of Pops. Ja, guck mal, da waren die Damen auch noch. Ja, fürs Wetter angemessen, fürs heutige Wetter angemessen gekleidet. So, ich habe das Gefühl, es wird immer voller.
es wird immer voller. Also alle Gänge, hier der Hauptgang, ist Gott sei Dank, aber da ist auch voll. Die, ne, diese ganzen Gänge, rappelvoll. So. Leute, ich denke mal, so spätestens in der Stunde wird es den nächsten Stream geben. Ganz loses. 75 Euro. Ja, in der Stunde wird es den nächsten Stream geben, wenn ihr vorab Sachen habt, irgendwas wissen wollt. If you have questions, if you want to know anything, if you want to look up a record you have seen on the wall, just let me know. I'll check it out for you. This time Den Bosch is for me sharing, seeing that you guys see that. We're having a good time. Ja, und ich musste natürlich heute schon, also die Schuhe, die ich gestern anhatte, die habe ich in die Tonne geschmissen. Die waren durch. Die waren durch. Eine Platte 4 Euro. Oh, über Fehlermatte. Dann geht einer seine Wandkiste durch. Ja, die fehlt mir noch. Die fehlt mir noch. Nein. Carpenters. Also eine Platte 4 Euro, drei Platten 10 Euro und so weiter und so fort. Hier wird viel gekauft. Seht ihr die Stapel? Hier wird viel gekauft. So Jungs, ich sag mal und Mädels, ich sag mal bis später. See you later guys. I will be back online, I think, in an hour. Have a good time till then.